Tripatasana ist die Stellung der drei Wege. Pata heißt der Weg, Tri heißt drei. Tripatasana wird erwähnt in einem klassischen Yoga-Text, nämlich laut Garode im Narada Purana, wird aber nicht genauer beschrieben. Wir könnten sagen, Tripatasana bedeutet über die Asanas so, dass sie auf allen drei Ebenen wirken. Ein Asana sollte gut sein für die physische Welt, für die Astralwelt und die Kausalwelt. Mache jedes Asana so, dass es gut ist für deinen physischen Körper, dass es gut ist für den Astralkörper, also Prana, Emotionen, die Psyche. Und dass du dich auf eine spirituelle Weise öffnest zu den Tiefen deiner Seele, zum Göttlichen, zum Himmlischen hin.